Wir sind NTV mit dem Acer Cloud Mobile Smartphone hier auf der CeBIT 2012. Wir sind gesponsert von MeinDeal.com. Hier, wie ihr sehen könnt, wir haben 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor. Also Acer steigt hier in das High-End, in den High-End-Bereich, ein 4,3 Zoll Display und ein wirklich sehr schickes Design. Wir machen das Gerät gleich an, aber ich hoffe, ihr konntet die technischen Daten jetzt komplett lesen. NFC unter anderem ist hier natürlich sehr spannend. Und ja, hier könnt ihr das Gerät sehen. Wir haben oben Kopfhörer und An- und Ausschalter. Dann Micro-USB, unten haben wir natürlich das Mikrofon, wenn wir damit sprechen wollen oder zum Film benutzen wollen, und Lautstärkeregler. Wir drücken jetzt mal hier den An- und Ausschalter und dann müsste das Gerät eigentlich auch schon an sein. Ihr könnt erkennen, wir haben Android 4 hier installiert und ich schaue jetzt gerade mal, wie ich hier genau anlocken. Okay, der Akku ist gleich leer. Trotzdem könnt ihr erkennen, es läuft recht gut, recht flüssig und super schnell. Wir gehen jetzt mal hier schnell in die Kontakte rein und probieren zu suchen, und dann könnt ihr auch die Tastatur erkennen, wie schnell die reagiert. Eigentlich ganz angenehm, es vibriert auch leicht, also das ist schon mal sehr schön schnell. Wir haben keinen dedizierten Kameraknopf, aber natürlich eine Kamera mit Blitz auf der Rückseite, und die Oberfläche fühlt sich auch sehr gut an. Matt, kleine Punkte sind drauf. Gehen wir mal in die Kamera rein und dann müsstet ihr erkennen, wie gut die Kamera hier läuft. Also die Farben ändern zwar sich jetzt hier recht schnell noch gerade, aber das hängt nur mit dem Pre-Production-Modell zusammen. Wir haben auch vorne eine Kamera, auf die wir hier gleich mal umdrehen werden. Ihr könnt sehen, ich kann es mit einer Hand eigentlich auch ganz gut bedienen. Und ja, hier seht ihr mich mit der Kamera und die funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ja, ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Eindruck gewinnen von diesem Acer Cloud Mobile Smartphone mit 4,3 Zoll Display. Ich mach's mal wieder aus. Und dann, ja, von der CeBIT 2012. Mein Name ist Balschka und bis zum nächsten Mal mit NDevil TV.